Hallo zusammen! Ja, ich zeige euch heute meine Spucktücher von der Marke Tots, glaube ich, spricht man es aus, oder auch Smartrike. Also so schaut das aus. Und da durfte ich zwei solche Päckchen von diesen Spucktüchern testen. Und ja, ich fand die Sache echt mega cool, weil ich ja gesehen habe, dass das Spucktücher aus Bambus sind, also 100% Bambus. Und ich mag einfach Produkte aus Bambus, weil es ist einfach ein nachwachsender Rohstoff, der irgendwie in 0,nix wächst und relativ umweltfreundlich ist dadurch. Und ja, allgemein bin ich einfach ein großer Bambus-Fan. Deswegen fand ich das echt mega cool und war sehr neugierig, wie sich das anfühlt und wie die sich verhalten, wenn man sie dann mehrmals wäscht und wie sie saugen und so weiter. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe sie jetzt ein gutes halbes Jahr testen dürfen. Also ich habe sie ja seit der Simon da ist und der ist jetzt schon ein halbes Jahr, also über ein halbes Jahr alt. Und sie sind jetzt immer noch top in Form, würde ich sagen. Also ich zeige euch erstmal, ich habe einmal diese hier. Das ist so ein Paket, da sind zweimal weiße dabei gewesen, also das hier und nochmal ein weißes. Und dann einmal so ein bisschen dunkleres graues und dann noch so ein meliert graues. Und das mit dem weißen, da sind immer solche kleinen Vögelchen drauf. Das ist hier so drauf genäht oder drauf gestickt, so eine kleine Applikation. Finde ich auch sehr süß, wobei die jetzt mit der Zeit, wie man vielleicht auch sehen kann, ein bisschen, ja, sich verzogen hat einfach. Aber klar, durch das viele Waschen und Verwenden, das ist einfach nicht mehr ganz so schön wie am Anfang. Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, top Sache hier. Also zum einen finde ich schön, dass die sich nicht verzogen haben. Also man kennt es ja oft von diesen Spucktüchern, dass die unheimlich ausleiern, dass sie rissig werden bzw. halt wirklich Löcher bekommen. Und wie soll ich sagen, ich kann hier festziehen, also wirklich, und es reißt hier gar nichts. Es sind keine Löcher drin. Der Rand ist immer noch sehr, sehr schön. Also sie sind auch eben nicht verzogen oder ähnliches. Man kann sie auch immer noch schön zusammenlegen und die Ecken sind nicht irgendwie keine Ahnung wo dann. Kennt man ja alles, weil ich habe schon verschiedene Marken an Spucktüchern jetzt ausprobiert und da war die Marke definitiv unter meinen Favoriten dabei, würde ich sagen. Ich werde vielleicht auch mal ein Spucktuch-Vergleichsvideo machen, das kann ich euch dann auf meinem Channel zeigen. Also wenn ihr auch bei mir vorbeischaut, dann mache ich das vielleicht mal, habe ich überlegt, dass ich da so meine Lieblingsmarken vergleichen will. Und ja, also diese Spucktücher, also ich sag, das war jetzt das Set mit Weiß und Grau. Und da sind die Spucktücher 1 Meter auf 1 Meter, also ziemlich groß. Und das ist mega praktisch, man kann sie eben zusammenlegen, dann sind sie auch nochmal ein bisschen dicker, weil das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, dass sie relativ dünn sind. Also es gibt schon noch dickere Spucktücher, sage ich jetzt mal. Die sind relativ dünn, aber dadurch, dass sie so groß sind, hat man die eigentlich meistens irgendwie übereinander gelegt oder ich habe es halt dann immer so genommen und dann über die Schulter geschmissen und dann holt man sich den Kleinen halt hierher und da ist man echt gut abgedeckt, wie man sehen kann. Und dann kommen wir nämlich zu meinen weiteren Spucktüchern, die mein persönlicher Favorit sind, würde ich sagen, unter diesen beiden Sets. Die sind wirklich sehr, sehr schön und ja, würde ich auch echt empfehlen. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, eins weggeben müsste, dann würde ich definitiv das weggeben, weil ich die behalten wollen würde. Erstens, das war wieder ein deutscher Satz, gell? Erstens, die Muster. Also ich habe hier einmal eins in bunt gemustert mit Bäumchen und Blättern. Dann ist da eins dabei gewesen in ganz grün und dann noch eins in dem gleichen Muster, aber in reinem Grün. Also das gleiche wie das erste. Und diese Tücher sind 1,20 Meter auf 1,20 Meter, also richtig riesig. Und die sind also nochmal um vieles weicher als die anderen. Also die sind eher so ein bisschen fester, würde ich sagen. Und die sind auch 100% Bambus, also Bambusfasern sozusagen, sind aber mega weich. Also die liebe ich über alles. Die werden bei mir auch echt für alles verwendet. Also nicht nur als Spucktücher, sondern ja, wir hängen sie ganz gern mal als Sonnenschutz über den Laufstall drüber, wenn es irgendwie ein bisschen reinblendet.
oder auch aus Sichtschutz, weil wir wollen nicht, dass der Simon oft in den Fernseher guckt. Und wenn ich dann doch mal irgendwas angucken möchte, dann hänge ich ihm oft einfach seinen Laufstall zu oder über den Stuhl so drüber, dass er nicht hingucken kann. Also da sind die, weil die einfach riesig sind. Also das ist echt, ne? Da ist echt was, wo man richtig gut abdecken kann. Dann nehme ich sie total gern unterwegs auch mit, einfach eben um den Kinderwagen abzudecken. Und was auch richtig toll ist, weil die sind total, die fallen wahnsinnig weich und ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber die sind so ein bisschen, fühlen sich ein bisschen schwerer an und sind so weich. Also die haben so einen ganz tollen Stoff einfach. Also ich habe festgestellt, dass normale Spucktücher oft eher ein bisschen starr sind und dadurch, dass die halt eben so locker fallen, kann man die auch wunderbar als Sichtschutz nehmen, wenn man stillen möchte. Also ich habe mir das dann auch wirklich hier so drüber gehängt, dann den kleinen hier unten rein und dann einfach den Rest so ein bisschen so drüber gelegt. Das ist so ganz ein schöner, weicher, dünner Stoff, da hat man auch nicht das Gefühl, das Kind müsste ersticken drunter oder ähnliches. Also das ist auch wirklich zum Stillen ein super Schutz gewesen immer. Also ich habe jetzt nicht oft im Öffentlichen gestillt, aber wenn ich unterwegs war, dann fand ich das echt mega genial. Oder auch im Auto hatte ich sie schon dabei und habe sie dann wirklich als Sonnensegel verwendet. Also ich liebe diese Dinger, weil die einfach so riesengroß sind. Also das ist wirklich einer der Punkte, die ich unglaublich genial finde. Und eben, dass man sie wirklich noch so oft waschen kann und die sind immer noch so weich wie vorher. Und eben null verzogen. Also da muss ich sagen, top. Also kann ich nur sagen, Daumen hoch, hat mich sehr überzeugt und die Optik von denen sind einfach, die sind zum Knutschen, also die sind alle so schön. Also die würde ich euch wärmstens empfehlen und auch die finde ich sehr, sehr schön, sind auch weich. Also ich darf jetzt nicht sagen, dass die nicht weich sind, das wäre jetzt irgendwie falsch, aber die anderen sind weicher, sagen wir mal so. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, weil ich mir gedacht habe, warum ist die Qualität hier von denen hier so ein bisschen anders als die anderen. Und jetzt habe ich gelesen, dass die jetzt 100% Baumwolle sind. Also das Paket ist Baumwolle. Ich dachte echt, auf der Packung steht Bambus. Und die hier sind aus Bambus. Also nur diese wunderschönen, weichen, grünlichfarbenen, die sind hier die Bambustücher. Und die sind eben Baumwolle. Schön, dass ich das jetzt noch lese, bevor ich mein Video hier fertig hatte. Ja, so erklärt sich bei mir einiges. Es ist echt interessant, weil ich würde sagen, da gewinnt dann Bambus definitiv gegen Baumwolle. Aber auch ansonsten sind die wirklich sehr, sehr schön und kann man sich in jedem Fall angucken. Aber wenn man eben mal Bambus testen möchte, dann müsst ihr euch die angucken, weil die sind einfach der Wahnsinn. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich werde euch auf alle Fälle die Produkte in der Infobox verlinken und auch meinen Channel, wie gesagt, wenn ich dann mein Vergleichsvideo macht zwischen denen und vielleicht auch anderen Spucktüchern, dass ihr mal so ein bisschen so die Qualitätsunterschiede seht, eben wirklich nach einem halben Jahr Test, da fällt ja dann doch das ein oder andere dann einfach auf. Und ich hoffe, euch hat mein kleines Review-Video dazu gefallen und würde mich jetzt mega über Feedback freuen und vielleicht auch euren ultimativen Spucktuch-Tipp, das wäre natürlich auch cool. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!